Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der unheimlichsten Easter Eggs in Videospielen. In dieser Liste werden wir uns mit gruseligen, versteckten Geheimnissen in Videospielen befassen, unabhängig vom Genre. Welche von diesen Easter Eggs jagen dir einen Schauer über den Rücken? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Statue of Happiness, GTA 4. Die GTA-Reihe ist bekannt für ihren Humor, der zwischen bissiger Gesellschaftssatire und allem, was Trevor Phillips je gesagt und getan hat, schwankt. Wir sind uns allerdings nicht sicher, in welche Kategorie dieses Spiel fällt. Das vierte Spiel der Serie ist in Liberty City angesiedelt, einem kaum verhüllten Stellvertreter für New York. Du schnappst dir einen Hubschrauber und fliegst zum städtischen Äquivalent der Freiheitsstatue, um im Inneren ein riesiges schlagendes Herz zu entdecken. Warum das so ist? Wer weiß das schon? Wer sagt denn, dass diese Spiele kein Herz haben? Platz 9. Die Hexe. Payday the Heist. Ein Banküberfall ist ohnehin schon eine ziemlich angespannte Angelegenheit, oder zumindest glauben wir das. Und das letzte, was ein Bankräuber braucht, ist ein Zombie, der ihm im Nacken sitzt. Dieser Level aus der Raubsimulation spielt im Mercy Hospital, einem Ort, den die Spieler bereits in Left 4 Dead erkundet haben. Jetzt gibt es deutlich weniger Zombies, aber ganz frei von Untoten ist der Ort nicht. Wenn der Strom ausfällt, kannst du durch das Fenster einer bestimmten Tür einen Blick auf eine Hexe erhaschen, einen besonders gruseligen Gegner aus Left 4 Dead. Sieh sie nur nicht zu lange an. Platz 8. Kopfkrabbe-Schreie, Half-Life 2. Ein rückwärts gesprochener Dialog hat immer etwas Beunruhigendes an sich, egal was er am Ende bedeutet. Aber im Fall von Half-Life 2 wünschten wir uns irgendwie, wir wüssten nicht, was die Kopfkrabben sagen. Diese fiesen kleinen Parasiten klammern sich an den Kopf eines Opfers, übernehmen dessen Körper und zwingen ihn, ihre Befehle auszuführen. Während sich diese Sci-Fi-Zombies auf dich stürzen, kannst du ein verstümmeltes Stöhnen hören. Spieler, die sich die Zeit genommen haben, den Ton umzukehren, fanden das zutiefst verstörende Easter Egg, dass sie einfach rückwärts sprechen. Sie schreien Dinge wie Hilfe, was bedeutet, dass der Wirt der Kopfkrabbe noch fühlen und denken kann, während er unter seiner Kontrolle steht. Platz 7. Heimgesuchter Hitman, Hitman Contracts. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen er im Laufe der Jahre ins Jenseits befördert hat, würde es uns nicht überraschen, wenn Agent 47 von einer ganzen Parade wütender Geister verfolgt wird. Und nur weil er eine emotionslose Tötungsmaschine ist, heißt das nicht, dass wir vor einem Schrecken gefeit sind. In der Mission Traditionen des Handels kann der Geist eines Mannes in den düsteren Hallen gesichtet werden. Natürlich zuckt 47 nicht mit der Wimper, aber wir haben uns ganz schön erschreckt. Und da es so gut wie nichts gibt, was 47 nicht töten kann, kannst du das Gespenst sogar mit einer Garrotte ausschalten, um einen schnellen Erfolg zu erzielen. Platz 6. Die Vergangenheit von Jean. No More Heroes. I'll make it short and quick. You are my half-brother. You know that manga called Miyuki? The Japanese one? Wenn man ein Spiel des berüchtigten japanischen Entwicklers Goichi Suda, auch bekannt als Suda 51, spielt, kann man darauf wetten, dass es eine Menge verrückter Dinge geben wird. No More Heroes ist ein Hack-and-Slash-Spiel, in dem ein Möchtegern-Attentäter namens Travis mit einem Lichtschwert, das er bei eBay gekauft hat, die Hauptrolle spielt. Das Spiel ist ein größtenteils unbeschwerter, wenn auch unglaublich gewalttätiger Action-Spaß, bis man zum Höhepunkt kommt, an dem Travis seine ehemalige Freundin Jean trifft. Knowing I had nowhere to go, he took advantage of me. Das Spiel spult sich durch ihren schurkischen Monolog vor, damit wir zur Action kommen, aber wenn man die Szene verlangsamt, erfährt man Jeans unglaublich verstörende Herkunftsgeschichte. That was all an act. He didn't give two shits about cleaning up my life. Platz 5. Geheime Nachricht in der Musik. Celeste. Die
Idee, dass das Rückwärtsabspielen von Musik unheimliche versteckte Botschaften enthüllt, gibt es bereits seit den 1960er Jahren, vielleicht sogar schon früher. Einige haben sogar Rockgruppen beschuldigt, geheime satanische Botschaften in ihre Musik zu verstecken, die man deutlich hören kann, wenn man das Album rückwärts abspielt. Dieser charmante 2D-Puzzle-Plattformer bedient sich desselben Tricks, aber anstatt uns dazu zu bringen, Satan zu huldigen, gruselt es uns nur und lässt uns irgendwie deprimiert zurück. Wenn man den Ton des Spiegeltempel-Levels rückwärts abspielt, hört man eine geisterhafte Stimme, die über Gefühle der Hilflosigkeit und Depression spricht, bevor sie in Schluchzen ausbricht. Das macht uns einfach fertig. Platz 4. Der Geist von Jolene, GTA 5. Es gibt viel zu tun im fünften Teil von Rockstars Open World Verbrecher Festival, aber wenn du zwischen Mord, Chaos und Raub etwas Zeit erübrigen kannst, kannst du auf Geisterjagd gehen. Begib dich zwischen 23 Uhr und Mitternacht auf den Gipfel des Mount Gordo und schau durch ein Zielfernrohr in die richtige Richtung. Dann siehst du den Geist einer Frau. Sie wird verschwinden, wenn du dich ihr näherst, aber geh trotzdem hin und du wirst das Wort Jock auf den Felsen geschrieben sehen. Das deutet darauf hin, dass es sich um den Geist von Jolene Cranley Evans handelt, der toten Frau von Jock Cranley, einem Stuntman, der zum Politiker wurde und dessen Frau unter mysteriösen Umständen starb. Platz 3. PT Radiosender, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Süßes, furchterregendes PT, mögest du in Frieden ruhen und digitale Engel für immer erschrecken. Für alle, die es noch nicht wissen, das war ein spielbarer Teaser für Silent Hills, ein neues Silent Hill-Spiel, das von keinem geringeren als Hideo Kojima mit der Hilfe von Guillermo del Toro entwickelt wurde. Das Spiel wurde vom Entwickler tragischerweise eingestellt, aber es lebte in Kojimas fünften Metal Gear-Spiel weiter, in dem ein Radio zu finden ist, das denselben gruseligen Sender ausstrahlt, der auch in PT aus einem Radio kommt. His 6-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom, but reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. Seine 6-jährige Tochter war so klug, sich im Badezimmer zu verstecken, aber Berichten zufolge lockte er sie heraus, indem er ihr sagte, es sei nur ein Spiel. Wir sind froh, dass das Spiel irgendwie weiterlebt, auch wenn es nur in Form eines Easter Eggs ist. His 6-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom, but reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. Platz 2. Die weinenden Engel. The Witcher 3 Wild Hunt. Don't look away and don't blink. Good luck. Zwischen den Welten von The Witcher und Doctor Who gibt es nicht allzu viele Überschneidungen. Sicher, der Doktor begegnet gelegentlich Geistern oder Monstern, aber wir können uns nicht vorstellen, dass Geralt es mit Außerirdischen zu tun bekommt. Andererseits scheint ein furchterregender Bösewicht aus Doctor Who wie geschaffen für die Witcher-Franchise zu sein und hat im dritten Teil einen Gastauftritt. Wenn du diesen ruhigen Friedhof in der Nähe von Lindenvale findest, wirst du wahrscheinlich diese Engelsstatuen bemerken. Wenn du dich von ihnen abwendest und dann wieder umdrehst, wirst du feststellen, dass sie dir jetzt genau wie die Weeping Angels aus der Serie gegenüberstehen. Halte dein Schwert bereit, Geralt, denn das könnte haarig werden. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1. Unendlicher Spaß. Sonic the Hedgehog CD. Die meisten Einträge auf dieser Liste ergeben einen gewissen Sinn. Diese hier hingegen ist einfach nur seltsam. Wenn du dieses klassische Sonic the Hedgehog Spiel startest, drücke einfach die Tasten runter, 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 links, rechts, A auf dem Controller. Dadurch gelangst du zum Soundtest-Bildschirm. Gib FM Nummer 46, PCM Nummer 12 und DA Nummer 25 ein und du gelangst zu diesem gruseligen Bildschirm, auf dem verzerrte Bilder von Sonic selbst zu hören sind, begleitet von beunruhigender Bossmusik und einem japanischen Text, der übersetzt unendlicher Spaß, Sega Enterprises Image by Margin lautet. Wir wissen, dass Margin der Spitzname des Landschaftsdesigners Masato Nishimura ist. Was den unendlichen Spaß angeht, so haben wir keine Ahnung, was das bedeutet. Und wir wollen es auch nicht wissen.
Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.